So, hallo liebe Leute, wir sind's wieder, eure Fjordl-Helden aus der Ritterzeit. Und zwar der Olli. Hallo! Die liebe Miss Grumpy, die Tina. Servus. Und ich, der Grumpy. Hallöchen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind die Helden des Mittelalters. Die Jawohl. Helden des Mittelalters, naja. Voll die Helden. Früher im Mittelalter, da war das halt so. Damals im Mittelalter. So, Kontextmenü. Eine Schlingfalle habe ich doch schon aufgebaut. Ah, gut. Oh, ich habe jetzt endlich mal ein paar Kräuter, was war da? Aber weißt du denn noch, was du mit denen machen kannst? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das werde ich noch erfahren. Ich kann mir auch irgendwas mit kochen. Na, Alchemie kannst du ja zumindest mal machen. Boah, das mit dem Erz, das muss ich mir mal kurz geben. Jetzt, keine Ahnung. Ein Stoff. Ach. Das muss ich mir jetzt mal kurz reintun, wie das mit dem Erzabbau funktioniert. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ey. Ich gehe hier gerade ein bisschen auf Tieraufspürung. Nur meine letzte Falle war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Obwohl, habe ich eine Spur. Oh, ich habe eine Spur. Alter, was ist das? Ein Elefant oder was? Okay, das ist definitiv jetzt ein Schwein. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Oh, wenn ich dem jetzt begegne, was mache ich dann? Kämpfen am besten. Oder laufen. Mit meiner Schaufel. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja doch noch Knochen für mein lustiges Stühlchen. Das müssen wir auch mal probiert haben. So, ich folge der Spur. Es ging in diese Richtung. Vielleicht stoße ich hier auf seinen Bau oder seine Familie. Alter, wenn der jetzt quer über die Insel getrottet ist, der Mistkerl. Viel Spaß beim Suchen. Aber es stand da friedliches Tier. Das heißt, ich kann es bestimmt mit meiner Schaufel erschlagen und es wird nicht argwöhnisch, wenn ich daneben stehe. Glaubst du das? Mal schauen, was das denn für ein friedliches Tier ist. Also wenn ich dir mir Schaufel eins überziehe, bist du auch ganz friedlich. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es ja nur ein... Ich habe aber den ersten Schlag habe ich frei, weil es sehr friedlich ist. Okay, ich laufe immer weiter in diesen Wald hinein. Ich hoffe, ich finde da auch wieder raus irgendwann. So, wenn du mich jetzt verarschen willst, dann endet diese Spur so vor dem Abgrund oder sowas. Mit dem See. Alter, die sind aber konsequent, was ihre Spuren angeht, ey. Mann, ey, wo ist denn das Vieh? Das hat bestimmt gerochen. Nee, ich glaube nicht. So klug sind die nicht. So klug waren die Tiere im Mittelalter noch nicht. Da waren selbst die Menschen dumm. Alter. Sind die Menschen nicht immer noch dumm? Ja, stimmt. Eigentlich sind sie heute viel dümmer wahrscheinlich. Obwohl die Allgemeinbildung höher ist. Obwohl Bildung ja eigentlich nichts mit Dummheit zu tun hat. Dummheit ist ja eher das, was aus deinen Taten resultiert. Und inwieweit du das einschätzen kannst. Schätze ich mal. Glaubst du? Ich glaube schon, ja. Es gibt doch diese drei Sachen. Intelligenz, Bildung und Weisheit. Oh, ich habe das Vieh gefunden. Es ist ein Pferd. Und es läuft weg. Na toll. Obwohl, es ist gerade hier im Baum. Komm her. Also irgendwie... Alter, es ist aber auch... Es bewegt sich ziemlich hölzern, dieses Pferdchen. Na komm. Na toll. Kommt man denn an Nägel ran? Muss man wahrscheinlich jetzt die Schmiede bauen, ne? Ja, ich glaube auch. Denke ich auch. Oh Mann. Na gut, dann geht's wieder zurück. Habe ich das Pferdchen umsonst verfolgt? Du hast also versagt. Nee, ich habe es gefunden, aber es ist weggelaufen. Und ganz ehrlich, weiß nicht, ob so ein Pferd, ob ich das so schnell tot gekriegt hätte. Ich dachte jetzt halt auch eher an irgendeinen Hasen oder sowas.
Aber okay, dann war es halt ein Pferd. Wenigstens wissen wir jetzt, dass es Pferde gibt. Okay, also die erste Suche, also jetzt nochmal hier zum Erz abbauen oder Silber abbauen oder so. Die erste Suche macht man mit maximalem Radius. Dieser Radius ist aber nicht in einem Kreis um mich, also doch um mich, aber nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Das heißt, der sucht praktisch wie in einer Kugel um dich rum. Und vermutlich ist es im Berg unter mir irgendwo, in diesem Radius. Ah. So, und jetzt lese ich gerade weiter im Guide. Also, ne, die beiden unterhalten euch. Ich versuche in der Zeit klug zu werden. Wir erzählen böse Witze. Okay, viel Erfolg. Hey, was soll denn das jetzt heißen? Ach, nix. Wir sind nicht so unterhaltsam. Kennst du uns doch? Ja, genau, ihr seid total langweilig. Baumann-Ufo. Hey, wo hast du jetzt die Säge her? Die hab ich eben gebaut. Cool. Also in einer der vorangegangenen Folgen. Cool. Bonus. Das ist ja, Miss Grumpy ist ja sowieso ein Crafting-Monster. Das habt ihr ja auch schon gesehen, das ist brutal. Nein. Oh, ich habe Lehm der Qualität 60. Und es ist tatsächlich relativ, relativ selten, solche Adern zu finden, beziehungsweise nicht so leicht. Und deswegen wird es dann später auch, wenn man Handel betreibt mit anderen Stämmen und sowas, ne? Da wird es dann wichtig. Ja, das wird dann sehr wichtig. Oh, ich bin überladen. Wie kommt's? Ich habe zu viel Lehm abgebaut. Oh Gott, das kenne ich. Hast du auch schon Lehm abgebaut? Ja. Wo machst du das? In so Senken. Es gibt auf der, genau, auf der Map sind die so ganz, sind da so ganz helle kleine Flecken. Mhm. Und da kannst du dein Lehm abbauen. Ah ja. Und wofür brauchen wir den jetzt eigentlich? Für so Rennöfen zum Beispiel. Ah ne, ansonsten ich kann den formen. Für Deko. Oh, ich kann den formen. Zu ungebrannten Dachziegeln. Ja, dann kannst du die bestimmt auch gleich brennen in dem Ofen. Das ist ja witzig. Und damit kannst du dann bestimmt irgendwas Tolles machen. Ah, krass, ey. Ah, das ist echt interessant, ey. Das geht richtig deep, das Spiel. Man kann ja dieses Terraforming machen oder kann man auch Erde abtragen und kommt dann zum Beispiel vielleicht auf eine Steinschicht, wo dann Eisen ist. Mhm. Also, krass. Ah. Also man muss ganz schön tief buddeln. Teilweise ja, wie du hier auf dem Bild siehst. Das ist jetzt hier so eine Beispielgrafik. Ja. Oh Mann. So, wir kehren. Da habe ich ja was, da habe ich ja was vor. Wir werden wirklich weise hier, ja, ne? Das muss man schon mal echt sagen. Oh, ich renne ja total in die richtige Richtung. Ehrlich gesagt mag ich das aber, wenn man sich mit so einem Spiel wirklich auseinandersetzen kann, wenn man Sachen lernen muss und die dann, wenn man dann Erfolgserlebnisse hat, ist das viel cooler, das stimmt, wenn du ein Spiel hast, wo du zwei Tasten drückst und dann irgendwie alles automatisch herstellt. Ja, wenn das Spiel so alles für dich macht, ne? Das ist nicht so unbedingt der Burner. Der Burner, der Burner, der Burner, Burner, Burner. Bernard. Mein Gott. Wisst mal gerne, wie man so Kartoffeln oder Zwiebeln oder sowas findet. Ih, was hängt denn hier? An diesem Baum. Ah, da ist ein Ast abgebrochen. Hm. Na gut, also Knochenmehl wird wohl wahrscheinlich fürs Erste nix. So, ich suche jetzt aber trotzdem nochmal eine Tierspur. Friedliches Tier aufspüren. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Und finden einen kleinen Hasen. Oh ja. Oh, ein Vogel. Na komm ey, der ist dran. Hallo? Vogel? 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 Achso, du bist in diese Richtung gelaufen. Okay, ja, dann ist er wahrscheinlich weggeflogen. Na toll! Juhu! Naja, obwohl. Ja, vielleicht. Irgendwie. Hey, das könnte ja auch ein Hühnchen sein. Wer weiß. Mal schauen, ob ich es wieder über die halbe Map verfolgen muss. Okay. Hm. So, die Witcher-Sinne wieder aktiviert. Die Witcher-Sinne? Ja, das sieht genauso, wenn du Spuren suchst, das sieht genauso aus wie beim Witcher. Der hat doch auch immer so rote Markierungen auf dem Boden.
Alles klar. So, mein Rebhühnchen, wo bist du nur hingelaufen? Weit kannst du nicht mehr sein, oder? Ich hoffe, ich kann es erschlagen dann, wenn ich es finde. Boah, ist das krass. Hier hat einer einen Guide geschrieben, wie man mit diesem Radius so wirklich eine Triangulation machen kann. Also kurz zusammengefasst, ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, was ich gleich sagen werde. Man, oh, ist wie immer. Wenn man die Nachricht bekommt, dass man in der, wenn man auf maximalem Radius sucht und man findet dort eine Eisenader, dann reduziert man den Radius immer weiter, bis man irgendwann eine negative, also dass man, bis man gesagt bekommt, man hat keine Ader mehr. Ja. So, dann erhöht man das wieder um einen Schritt und bewegt sich dann immer in so ein Teil weiter nach links, noch eins weiter nach links, bis man wieder eine negative Meldung bekommt. Haha, du hast Negel gesagt. Ja, und so kann man praktisch rausfinden, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Das ist ja echt sackgeil, ey. Das wird so richtig komplex noch, ey, sag ich dir. Oh ja. Yeah. Ich hatte hier übrigens gerade den kompletten Berg hoch. Auch cool. Echt? Ja, ich bin schon ziemlich hoch. Guck mal. Oh, boah, nice. Ja, ich bin immer noch dem Rebhuhn auf der Spur. Ohne das Rebhuhn kommst du nicht mehr nach Hause, das ist klar. Nee, ich brauch Knochenleim. Ohne traue ich mich echt nicht mehr heim. Ha, das reimt sich sogar. Knochenleim. Ohne den traue ich mich nicht mehr heim. Boah, Alter, ey, ist das ein Langstreckenlaufhuhn oder was? Leck mich am Arsch, ey. Es läuft ja echt über die halbe Map. Gibt's hier nur zwei Viecher, wow, oder was? Das ist cool hier. Am Ende ist es irgendein Vogel und ich sehe ihn und er fliegt weg. Oh! Ich höre etwas. Es gurrt. So, come on. Ich bin in der Gegend hier oben. Gurr, gurr. Gurr, gurr. Was finde. Necker, mich. Oh, ich seh's. Nein, es. Es flieht! Nein! Bleib hier! Oh nee! Ich hab doch eine Schleuder. Kann ich die irgendwie einsetzen? Ausrüsten. So, eins. Also, warte. Na komm, eins. Zwei. Achso, im Kampfmodus. Die eins. Ja, und wie kann ich jetzt schleudern? Das ist eine gute Frage. Sie dreht sich zumindest schon mal. ja, Schleuderschießen, geht das irgendwie? Muss ich da eine Fähigkeit aktivieren? Fünf? Hm. Ne, fünf ist einfach normal. Na toll, ey. Jetzt habe ich das Hühnchen verjagt und kann nicht mehr in Kampfmodus. Hm. Okay, ich höre es wieder piepen. Wieso habe ich jetzt 5 eigentlich gedrückt? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Hallo? Ausrüsten. Achso, wahrscheinlich bist du gerade am Laggen. Kann das sein? Nee. Okay, jetzt R. Okay, falscher Knopf. So, ich latsche mal einfach hier weiter den Berg hoch. Achso, ich habe glaube ich so einen Fluchtmodus angemacht oder sowas. Na toll. Wenn du echt nichts mehr machen kannst. Also außer du kannst nicht mehr kämpfen. Na toll. Okay, freundliches Tier aufspüren. Vielleicht finden wir ja mal was, was wir erledigen können. Okay, da Rebhuhn mal wieder.
Okay, das lasse ich jetzt aber lieber, bis ich mal rausgefunden habe. Alter, ich bin ganz schön weit weg von daheim. Uiuiui. Ui, ui. Ah ja, ich lasse das mal lieber, bis ich rausgefunden habe, wie man ordentlich mit der Schleuder schießt. Ah, da unten ist es. Na toll, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Jetzt wird es auch noch dunkel, ey. Kacke, ich muss zurück. Was essen soll ich auch mal? Nicht, dass mich nachts die Wölfe holen kommen. Och, ja. Wo hattest du Stein gefunden? Ich habe einfach gebuddelt mit der Spitzhacke. Wo? Oh. Auf so Stein. Dings. Und dann halt Landschaftsbau. Dann machst du halt irgendwas davon. Hä? Landschaftsbau? Ja, aber Boden. Das hast du gar nicht. Doch, mit der Schaufel. Du brauchst eine Schaufel dazu. Ja, dann eine Spitzhacke da für Stein. Stimmt, ja. So, ich hoffe, ich stehe da gerade. So, ich glaube, höher geht's nimmer. Was? Juhu, wir waren mal ganz unten oben. Jetzt geht's hier runter. Ah, ich habe mir jetzt mal die Minimap eingeblendet. Das ist dann doch eine Erleichterung. Ah, düsterer, dunkler Wald. Ich bin eine Jungfrau allein im Wald. So vergewaltigt mich doch. Ja, ich versuche hier den Berg runter zu klettern und fliege da an der Fresse. Doch geil. Das Leben ist feudal, sag ich dir. Oh ja. Es ist der 10. August 1051 nach Christus. Und ich bin ganz schön weit weg von daheim. Ja, ich auch. Du bist auf dem Berg, oder? Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück. Liegt da oben Schnee? Hast du einen Schneemann gebaut? So hoch bin ich gar nicht gekommen. Leider. Ich will da auch mal hoch, ey. Ist es da oben spannend? Ja, total. Okay, also eher nicht. Ist halt ein Berg. Ja, du, Touristen fahren jedes Jahr in die Berge. Die müssen dem scheinbar was abgewinnen können, sonst würden sie ja nicht hinfahren. Ja, die können da Ski fahren, ne? Ja, es gibt auch genug, die im Sommer hinfahren und wandern gehen oder so. Gibt's auch genug. Das sind halt so alte Leute, die nicht mehr Skifahren können. Aber weißt du, was ich toll finde? Dass man nicht alle furzlang was trinken muss. Das ist richtig gut. Ja. Das ist echt super. Lieber mal einen gesunden Apfel essen, dann ist die Sache schon, hat sich schon erledigt. Und die Balken gehen auch relativ realistisch oder sind relativ, ja, was heißt realistisch, eben vom, ja, am Spiel angepasst irgendwie. Die gehen jetzt nicht super schnell runter oder so, die Essensbalken. Ja. Musst du jede halbe Stunde mal einen Apfel essen oder so, dann läuft das eigentlich. Ja, auch hier der Stamina-Balken, wo man da nicht ewig 3 Stunden in der Gegend rumstehen muss. Wieso hast du beim Landschaftsbau andere Optionen gehabt? Ich hab da nur beobachten. Ich hab ja auf Landwirt ein bisschen geskillt. Ach so. So Landwirt und Naturkunde. Auf Bauer halt. Ja, aber genau. Wieso geht das bei mir nicht? Keine Ahnung. Ich muss ja irgendwas abbauen können, damit ich den Skill erhöhen kann. Hm. Ja. Nimm mal die Spitzhacke, vielleicht geht's wirklich noch. Oder hast du schon? Ja, irgendwie muss es gehen, stimmt schon. Weil ich verstehe, weil ich muss mich jetzt in den Berg reingraben, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich mich da reingrabe, weil ich schürfe ja immer nur, ich hacke ja nichts. Obwohl schürfen ist wahrscheinlich damit der Hacke, aber ich mache nirgendwie, ich baue keine Steinsachen ab. Ja. Ich verstehe das nicht. Oh, mein Fass steht da auch noch unvollendet rum.
Es ist irgendwie echt schwer, Sachen zu bauen, ne? Ja. Ich würde auch gerne mal irgendwas anbauen, aber ich finde irgendwie nichts, was man anbauen könnte. Weiß nicht, da muss ich dann nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Findet man hier irgendwie Weizen? Oh ne, Landwirtschaft. Wildpflanzen sammeln. Machen wir das nochmal. Na gut, das ist ja machbar hier. Rinde sammeln, das kann ich gut. Du Rind. Rinde sammeln. Dann haben wir zumindest schon mal eine Kiste, wo wir unseren Scheiß reinlegen können. Das ist dann, damit wir mal was Produktives gemacht haben, neben dem Lagerfeuer. Was schon lange nicht mehr brennt, weil es kaputt ist, komischerweise. Ich hoffe, die Kiste geht nicht so schnell kaputt. Achtung, du bist überladen. Was habe ich denn alle dabei, ey? Ah ja, gut. Lehm. Ja, da, daran wird es liegen, ja. Jetzt habe ich die Pfahlwurzel gefunden. Irgendwie. Ja, ja, und die Handpflanzen, dann, ne? Machst du das mal mit dem Lehm hier? Ah ja, diese Naturrohstoffe, also Lehm und Stein, ist echt sackschwer, ey. Darum, ja, wie findest du die, Olli? Was, Lehm? Und Stein? Stein ist, wenn die Textur am Boden so steinig ist, ne? Also wenn so... Wenn das... quasi aussieht wie... Jetzt hab ich mich verklickt, sorry. Wenn das so ein Steinmuster hat, wie so ein Mosaik, dann kannst du da mit der Schaufel Boden... Ja, abbauen halt irgendwie oder halt graben und dann hast du es automatisch im Inventar. Also hier so. Hier, guck mal, Tina. Ja, so. Genau. Ja. Und dann auf Landschaftsbau. Ja, aber Landschaftsbau habe ich nur beobachten. Hast du eine Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel. Dann hast du die ausgerüstet? Mal diese Picke aus. Ja, da. Aber bei mir ging das bisher immer mit der Schaufel. Weil die Picke kann ich gar nicht ausrüsten, komischerweise. Okay, der Baum ist nackig. Weiter zum nächsten Baum. Wie viel Rind habe ich denn schon gesammelt? Oh, ganze 3. 4. Echt? Ja, ich kann keine Steine abbauen. Oh, komisch. Echt komisch. So. Naja, wie auch immer, Leute. Das war's wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst uns ein Däumchen da, das hilft uns weiter und tut euch nicht weh. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann werden wir grumpy. Genau. Also, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.